Premierministerin Theresa May unternimmt heute einen letzten Versuch, die Rebellen ihrer eigenen Partei für ihr Brexit-Abkommen zu gewinnen. In der Pro-Brexit-Hochburg Stoke-on-Trent in Mittelengland wird sie eine letzte Rede halten. Sie warnt vor einer Blockade, da dies im Zweifel zu einem Brexit ohne Vereinbarung führt. Aus ihrer Sicht die schlimmste aller Möglichkeiten für das Vereinigte Königreich. Downing Street macht letzte Versuche, einige Widerständler zu überzeugen. Ob dieser Versuch der Premierministerin wirklich viele Abgeordnete dazu bringen wird, die Seiten zu wechseln, das sehe ich eher skeptisch, denn die Eckpunkte des Austrittsabkommens und den zukünftigen Beziehungen Großbritanniens zu Europa haben sich ja nicht geändert. Irische Medien berichten, der Europäische Rat und die Kommission würden schriftlich zusichern, den Backstop, die Notfallvereinbarung zur irischen Grenze, nicht zu nutzen, um das Vereinigte Königreich zu spalten, wie viele Konservative fürchten. Unter anderem diese Sorge hat in die tiefste Krise der britischen Politik seit Jahrzehnten geführt.